Ja, hallo, ich bin die Noah Sharif Ali aus Fulda, bin antirassistische Aktivistin, Politologin und bei den Linken in Fulda. Wir sind heute hier, weil wir an den rassistischen Mordanschlag an Walter Lübcke gedenken und an die unzähligen Opfer der rassistischen Attentate. Der Begriff intersektionaler Feminismus muss in unserer Politik auch endlich etabliert werden. Wir sprechen hier vor allem über Feminismus, die die weiße Mehrheitsgesellschaft betrifft. Frauen erfahren aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Sichtbarkeit ihres Glaubens, beispielsweise mit einem Kopftuch, das ich ja auch trage, mehrfach Diskriminierungen und mehrfache Rassismen. Und sie werden oftmals deswegen übersehen. Und Feminismus ist kein Feminismus, solange er diese Frauen nicht mit einbezieht. Und sie sind Teil unserer Gesellschaft. Solange es Menschen gibt, Transmenschen, also queere Menschen, Menschen, die schwarz sind, Menschen, die POC sind, und solange die von ihren rassistischen, sexistischen und Diskriminierungserfahrungen berichten, solange darf Deutschland sich nicht damit schmücken, dass es ein tolerantes Land ist. Wir brauchen endlich die Veränderung, um eine Gesellschaft zu erreichen, in der jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seines Glaubens frei und selbstbestimmt leben darf. Und dafür trete ich ein.